Heute zeige ich euch, wie ihr einen AFK-Cobblestone-Generator baut. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch, wie ihr einen AFK-Cobblestone-Generator baut. Und würde sagen, ich zeige euch am Anfang gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar geht ihr hier rein, macht die Türe wieder zu. Jetzt müsst ihr jeden Slot in eurem Inventar, bis auf einen, das muss nicht der erste sein, belegen. Dann tut ihr oben den Hebel umlegen. Und ihr bekommt hier immer wieder Spitzhacken hergedroppt. Die sammelt ihr auf. Also falls jetzt die in eurer Hand kaputt gehen würde, würdet ihr automatisch die nächste aufsammeln. Und da das Ganze ein Kreislauf ist, kriegt ihr die immer wieder, solange bis die aus der Truhe hier leer sind. Und ja, wenn das Ganze an ist, müsst ihr am besten nur noch die Abbautaste auf zum Beispiel Leertaste oder Enter legen. Und dann müsst ihr die Taste nur noch auf der Tastatur beschweren. Und ja, dann richtet ihr das Ganze auf den Cobblestone aus. Und dann könnt ihr einfach in den Film gucken gehen oder essen gehen, Abendessen gehen. Und das Ganze meint für euch weiter Cobblestone, ohne dass ihr irgendwie in irgendwelche Höhlengänge gehen müsst oder ähnliches, irgendwelche Farmtouren überstehen müsst. Hier könnt ihr einfach Cobblestone generieren. Leute, als erstes beginnt ihr, indem ihr folgende Konstruktion aufbaut. Und zwar eine kleine Wand. Drei Blöcke hoch, jeweils auf jeder Seite. So muss es dann aussehen. Dann geht ihr hierher, platziert hier noch einen Block her und platziert hier und hier eine Truhe. Dann werden drei Hopper platziert, also drei Trichter, die in den Vorderen jeweils zeigen. Das heißt, wenn ich hier das reindroppe, kommt es hier in der Truhe wieder an. Und ja, als nächstes nehmen wir Dropper, zwei Stück, platzieren einen in den Boden, dass der nach oben zeigt. Einen platzieren wir hier drauf, dass der nach vorne zeigt. Bauen den hinteren Block hier weg, platzieren eine Steindruckplatte dahin. Dann machen zwei Löcher in den Boden. Hier wieder zwei Hopper, die jeweils in den vorderen zeigen, die letztendlich in den unteren Dropper zeigen. Dann platzieren wir hier oben drauf wieder eine Truhe. Als nächstes brauchen wir Glas, welches wir über die zwei Truhen platzieren. Auf den Dropper hier vorne kommt noch eine Steindruckplatte. Dann sehen wir soweit schon fast fertig. Als nächstes brauchen wir nochmal den Baustoff hier. Das muss nicht unbedingt Quarz sein. Das kann auch, was weiß ich, Stein, Cobblestone, Holz sein. Na gut, Holz soll es vielleicht nicht sein oder Wolle. Das könnte leicht abbrennen. Dann bauen wir das hier her. Und hier haben wir am Ende drei Löcher. Hier unten muss aber Luft sein. Hier unten platzieren wir noch einen Teppich her. Und ja, dann platzieren wir hier einmal hier und dort Lava. Hier das Wasser. Und ihr seht schon, hier entsteht Cobblestone. Und ja, kleiner Ausbesserungstipp von mir, den ich jetzt auch bemerkt habe, ist es besser, wenn ihr hier Obsidian herbaut, weil das Ganze könnt ihr dann mit der Steinspitzhacke, die ihr später verwendet, oder mit den Steinspitzhacken könnt ihr das nicht abbauen. Und ja, wenn ihr mal verrutschen solltet, ich würde euch am besten empfehlen, alles hier hinten aus Obsidian vielleicht zu bauen, nicht nur den hinteren Block, aber das ist euch überlassen. Jedenfalls weiter im Kontext. Ach ja, Leute, wenn ihr eins habe ich noch vergessen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel nur eine Lavaquelle habt, dann ist es ganz praktisch, wenn ihr das so wie folgt baut. Hier drumherum eine Abgrenzung, damit die Lava nicht irgendwo anders hinfließt, wo ihr sie nicht haben wollt. Hier setzt ihr die Lavaquelle her und ja, dann läuft das links und rechts runter, bildet auch eine Lavaquelle, so könnt ihr das sparen. Und ja, wie ihr seht, es funktioniert auch so. Und ja, als nächstes kommen wir zur Redstone-Technik. Und zwar setzen wir hier einen Hebel her. Von außen hier einen Block her. Hier auch. Dann kommt hier ein Stück Redstone her. Hier ein Stück Redstone. Hier und hier eine Redstone-Fackel. Dann müssen wir hier kurz den Boden aushöhlen. Hier ein Stück Redstone her. Hier einen festen Block. Einen Repeater hierher. Zweimal Redstone hierher. Und dann könnt ihr das Ganze hier wieder zubauen. Ich lasse es bloß jetzt mal offen, damit ihr das sehen könnt. Ja, dann kommt hier zum Schluss noch eine Fackel her. Und ihr hört schon, es funktioniert. Das heißt, wir schalten es hier mal kurz aus. Jetzt seid ihr im Prinzip schon fast fertig. Als nächstes dekorieren wir das noch ein bisschen und rüsten das Ganze noch sozusagen auf. Hier können wir einmal
von innen eine Treppenstufe her platzieren, damit ihr hier besser, das einmal besser aussieht. Und einmal könnt ihr hier von innen so besser auf den Hebel zugreifen. Ja, als nächstes platziert ihr von innen eine Türe. Dann platziert ihr hier und hier einen Frame, Item Frame. Hier kommt Cobblestone hin, hier eine Spitzhacke. Und ja, dann braucht ihr hier ganz viele Steinspitzhacken. Ihr könntet auch theoretisch Eisenspitzhacken nehmen. Ich würde euch aber einfach Stein empfehlen, weil das ist am besten geeignet für die Situation. Ja, hier drüben kommt dann später euer ganzer Cobblestone an. Und jetzt seid ihr schon fertig. Ja, Leute, jetzt seid ihr eigentlich schon fertig. Und ja, ihr müsst jetzt hier reingehen, Türe zumachen. Ihr legt jetzt eure Abbautaste am besten auf die Leer- oder Enter-Taste. Richtet euer Steuerkreuz auf dem Block vor euch aus, so dass er nicht verrutscht oder was anderes dahinter abbauen könnte. Ja, dann legt ihr noch fix den Hebel um. Und merkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Und zwar folgenden. Ihr müsst erst euer Inventar hier noch kurz auffüllen. Und zwar jeden Slot müsst ihr besetzen. Bis auf einen einzigen, der unten in der Hotbar, der muss frei bleiben. Das muss nicht der erste sein, ist egal. Und dann, wenn ihr soweit seid, könnt ihr den Hebel umlegen. Und ja, die Abbautaste betätigen. Und jetzt könntet ihr einfach einen Film gucken gehen oder Abendessen gehen oder was weiß ich, Kaffee trinken gehen. Und ja, währenddessen meint euer Männel hier in Minecraft weiter Cobblestone. Und das ist zum Beispiel auch ganz praktisch für Skyblock oder so. Und ja, das ist das Ganze. Ja Leute, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich auch weitergeholfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos mehr und Tutorials mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.